Also, einer der schönsten Momente hier diesmal bei der Republika 2015 war, als ich Martina Bloch, auch bekannt als Akquisefachfrau, getroffen habe. Ich kenne sie seit Ewigkeiten aus Xing. Ja. Und hier seht ihr sie mal in Natura. Und jetzt endlich sitzen wir hier zusammen auf dem Affenfelsen und sie gibt mir ein kleines Interview zum Thema Akquisition per Netzwerk. Ja. Martina, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Aber klar, ich bin Martina Bloch. Ich bin Inhaberin der Agentur für Unternehmenskontakte und die Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte und Dienstleistungen ist meine Kernkompetenz. Und im Gegensatz zu ganz vielen Leuten auf der Welt liebe ich Akquise. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich führe sie gerne durch, ich berate dazu gerne und wer immer da Problematik hat oder das nicht so richtig kann, kann mich ja gern kontaktieren. Hier die Tage auf der Republika ist jeder Ratschlag völlig frei, aber nicht umsonst. Und ich habe sie gerade schon in Action erlebt, wie sie der jungen Kollegin ein paar Tipps gegeben hat. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sie seht, dann unbedingt ansprechen. du wirst einiges zu tun haben. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Martina, mein Thema ist ja Netzwerken. Akquisition per Netzwerken. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Also, es funktioniert über Business-Netzwerke wie zum Beispiel Xing. Ich habe konstant und regelmäßig Kundenanfragen über Xing. Und jetzt gerade ganz aktuell hat das Familiennetzwerk funktioniert und ich habe einen Kunden über einen Verwandten hier in Berlin bekommen. Ja. Also ja, es funktioniert, wenn man deutlich sagt, was man gut kann, nicht unbedingt mit einem Bauchladen durch die Lande zieht und wenn man sich auch nicht scheut, nach außen zu gehen und sich selber darzustellen, ohne andauernd zu irgendeinem kostenfreien Webinar oder so anderem Sums einzuladen. Dann funktioniert Akquise über Netzwerken ganz super. Du weißt ja, dass ja viele Leute dann so Bauchschmerzen bekommen, weil sie sagen, hey, ich will ja keine Kunden über Vitamin B bekommen. Ernsthaft? Ja. Die wollen es nicht über Vitamin B? Nein. Hast du da für mich einen Tipp, was du den Leuten dann so mitgeben kannst? Vitamin B macht alles deutlich einfacher. Am Ende sich beweisen muss man sowieso. Das heißt, man ist doch ein bisschen unklug, möchte ich es mal heute ganz vorsichtig ausdrücken, was ja sonst nicht so meine Art ist. Es ist eher unklug, das Vitamin B, das es gibt, in der Familie, im Netzwerk nicht zu nutzen. Es ist gut, solch ein Vitamin B zu haben und es wirklich für sich zu nutzen. Besonders, wenn man von sich selbst sehr überzeugt ist und sagt, ich bin eh gut. Dann macht es einfach die Schritte kleiner. Man kommt schneller dahin, wo man hinkommen will. Okay. Und jetzt vielleicht noch als kleine Herausforderung, jetzt hier bei unserem Gespräch. Hast du sozusagen deinen super ultimativen Akquisitionstipp für mich? Am liebsten würde ich jetzt antworten, ich erzähle euch die 5 Geheimnisse. Ne? Weil überall wird ja erzählt, es gibt die Geheimnisse, die es dann nur bei dem einen oder anderen gibt. Der ultimative Geheimtipp für die Akquise ist, glaubt nicht, dass ihr Bittsteller seid. Seid davon überzeugt, dass das, was ihr könnt und tut und was ihr anbieten könnt, wirklich hilfreich für eure potenziellen Kunden ist. Wenn ihr dieses ganz innere Gefühl habt, dann werdet ihr auch wirklich ernst genommen. Okay, danke. Das nehme ich jetzt mal mit nach Hause und ich würde mal sagen, wir trinken jetzt einen Kaffee oder eine Schorle zusammen. Also sozusagen, never drink your coffee alone. Ja, oder eine Tasse Bier, ne? Irgendwann. Oder eine Tasse Bier. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.